Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn. Vor der Kreisstadt schlängelt sich die Rott vorbei und in dem Fluss wird natürlich gefischt. Ich bin mit zwei jungen Anglern verabredet, die am Anna Federholzner Gedächtnisfischen teilnehmen. Anna Federholzner war ihre Urgroßmutter, die frühere sogenannte Rottfischerin. Adrian Melzer und Thomas Oswald sind Cousins. Und? Also ihr seid sozusagen Rottfischer? So in der Art. Wir sind die Jugend, ja. Die Jugend haben wir, genau. Na, auf jeden Fall, ihr fischt an der Rott, also seid ihr Rottfischer. Genau. Ja. Aber ihr seid es auch noch in einem anderen Sinn. Also eure Oma hat das Fischereirecht. Wir haben früher Fischerei gehabt, da in der Rott. Halt. Also genau. Da haben wir schon einen gewissen Teil davon gelebt, sage ich mal. Und halt natürlich auch Fisch verkauft. Ist ja da vielleicht dann noch mehr gefangen worden oder das halt wirtschaftlicher betrieben worden. Auch mit Netzfischerei damals noch mit genau. Der Zehn, wo es halt rausgefahren sind. Na, und jetzt ist halt über die Jahre hat sich halt das alles ein bisschen gewandelt. Also ist nur noch mit Handangeln halt das Fischen. Man muss halt alles irgendwo zusammenpassen, dass da nicht auch überfischt wird. Das ist ja auch nicht das Ziel. Das geht halt über die Generationen weiter hinweg. Mhm. Das ist uns halt ganz wichtig, dass das halt auch in der Familie bleibt. Ein paar Weißfische haben sie gefangen. Giebel und Karauschen. Die werden später auf besondere Art zubereitet. Nach dem Zusammenbackeln geht's erst einmal zum Fischerfest. Da kommen auch die Pächter zum Wiegen und Vergleichen ihrer Fänge. Und danach wird gefeiert. Einen Teil ihres Fischwassers bei Pfarrkirchen hat die Familie der Rottfischer verpachtet. Und das Fischefest wird zusammen mit den Pächtern an einem schattigen Platz nah am Fluss gefeiert. Thomas Oswald und Adrian Melzer, die beiden Cousins, sind Enkel von Marianne Duldinger. Sie ist jetzt die Inhaberin des Fischereirechts an der Pfarrkirchener Rott. Und sie, Familie und Pächter, kommen gern in geselliger Runde zusammen. Ja, Rottfischerin, oder? Fischermarianne. Ja, so sagt man. Ja. Die Pächter, es sind nicht allzu viele, kommen mit der Fischermarianne, wie schon mit ihrer Mutter Anna Federholzner, der Namensgeberin des Pokals, nicht nur beim Fischerfest, sondern jeden Sonntag zum Frühschoppen zusammen. Tochter Petra Melzer ist gerade bei der Festessensausgabe. Auch Fischerin? Ich bin mit dem Opa schon immer mitgegangen, Netzfischen, was wir früher noch gemacht haben, und so Krebs fangen. Früher hat es ja auch noch Krebs gegeben in der Rott. Das war schon immer ganz schön. Ja. Also da war ich schon dabei. Als Kind bin ich da schon viel dabei gewesen. Aber ich tue nicht fischen. Du tust nicht fischen? Der Adrian. Der Sohn, der Adrian, riecht gerade zusammen mit dem Thomas die vorher gefangenen Giebel her. Sie wohnen nebeneinander und können gleich hinter den Häusern gemeinsam im Garten ihre Fisch auch zubereiten. Und jetzt geht's ans Filetieren. Die Weißfisch mögen viele Fische nicht besonders gern. Die Filets sind recht geradig, das ist meistens so mit den Weißfisch. Da machen wir mir zum Beispiel öfter mal Fischpflanzerl, dass die durchgerad werden, dass von den Geraden eigentlich nichts mehr kennst. Ich kenne eine gute Methode, dass man die Gräten überhaupt nicht spürt, ja. Wenn's das Filet machst. Ja. Also man legt es auf die Haut und dann schneide da alle 3 mm ungefähr. Mhm. Schneidest das bis zur Haut oben? Bis zur Haut oben. Mhm. Erst wird es zerschneidet. Ja, ja. Wenn die jetzt so durchgeschnitten sind und man brotet es dann in Butter, die verbraten sie dann. Mhm. Das verpackt dann wieder alles miteinander. Das ist wie ein Fischstäbchen. So. Ja. Salz und Pfeffer und ein wenig Mehl. Mehl wenden. Mhm. Und im Butterbraten auch. Das ist für mich besser wie Zander und Hecht. Bevor es ans Zubereiten geht, zeigt mir die Fischer Marianne, wie es war, als ihr Vater noch an der Rott gefischt hat. Der mittlere ist der Rottfischer Seppel. Der mit Hut. Mhm, ja, den Hut haben sie alle. Ja. Aber der hat noch einen Fisch. Der hat noch einen Fisch, ja, ja. Ja, ja. Und das, wie sagt man jetzt zu dem Boot da? Ja, das ist Zehn. Zehn? Zehn hat man gesagt, ja. Eine Zille? Zille, oder? Ja. Eine Zille. Zehn, das war halt Zehn. Aha. Also, was ja, heißt mit dem Netz? Haben sie alles mit dem Netz? Netzer gehabt, die haben sie ausgeworfen zuerst. Mhm. Und dann ja noch wieder reingezogen. Und dann war ein Fisch drin. Wie neu drin war. Wie neu drin. Ja, offenbar haben sie es schon gehabt. Und dann haben sie einmal nichts gehabt.
Das ist das große Zugnetz gewesen. Mhm. Wenn sie Netz gefischt haben, dann haben sie das hergenommen. Mhm. Wenn sie mit den Fischen fertig waren, dann haben sie das Netz warm gefahren und haben es da oben beim Balkon aufgehängt. Nein, und unser Opa, der war ja so stolz auf die Buben, wenn er sieht, dass die gern fischen. Und der Adrian tut ihm auch gern kochen, gell? Und was der macht, halt Brot. Thomas Oswald packt gleich für die Verwandtschaft mit. Die Familien der Pfarrkirchner Rotfischer-Dynastie wohnen ja in mehreren Häusern direkt nebeneinander. Das Brot gibt's später zum Fisch, vom Holzfeuer gebacken. Seit neuestem wird auch mit Sonnenenergie gekocht. Da ist jetzt ein Sonnenstandsanzeiger. Da, wo jetzt der Schatten ist, der muss genau da unter der Schraube sein. So müsste es passen. Die Pfanne wäre schon bereit. Soll es da vielleicht die Giebelfilets geben? Also schöner wie von mir da mit dem stumpfen Messer das letzte Mal. Ja, und den tat's jetzt da hinten mit dem Solarkocher, oder? Wie kann man da einen Fisch auch machen? Das war heute mal eine Idee, oder? Dass wir mal was ausprobieren. Das kann man heute mal bei der Sonne ausprobieren. Oder? Ja. Das soll ich da oder du? Oder? Weiß ich nicht. Danke. Einfach nach Gefühl. Da, Alper. Da bin ich schon neugierig, ob das was wird. Mit der Sonne allein? Ja. Ohne Strom? Ja. So, ja, das schauen wir mal. Die Sonne steht noch oben, also es wird schon noch funktionieren. Also jetzt kannst du Schmalz einmal rein. Da. Butterschmalz ist am besten zum Fischbraten. So viel. Muss er schmecken. Ja. Ob die Hitze zum Braten reicht? Jetzt riecht man schon, dass Schmalz gekommen ist. Ja, es riecht man, es raucht auch schon. Ja. Gescheit. Dann darf ich sagen, probieren wir es mal. Aber man muss, darf es nicht bloß auf der Hauptraum, sondern man muss dann schon. Ja, vor allem von der Seite. Ja, das ist überall fettig, oder? Das mal gleich auseinander. Ja, das ist das. Das schneidet sich wie ein Streifen. Und zum Umdrehen tust du es ja leichter. Gell? Ja, also genau. So, sonst reißt das auseinander. Muss man halt vorsichtig dann umdrehen. Da bratzt nicht nur der Fisch, sondern auch die Kech. Ja, da brauchst du nicht mehr ins Solarium gehen. Da stehst du einfach ein paar Minuten vor dem Solarkocher. Langsam werden sie fertig, die normalerweise grätenreichen Filets von den Weißfisch. Und ihr Duft lockt auch die Eltern von Thomas mit der Enkelin Sophia aus dem Nachbarhaus in den Garten herüber. Ein bisschen braucht er noch, glaube ich. Genau. Da traut sich nicht mit den Gräten, gell, mit den Kindern. Eine Gräte mitgegessen. Nein. Ist die schon wieder rausgekommen? Nein, die ist nur im Zahn gehängt. Im Zahn? Ja, solange man sich nicht stickt dran, ist das nicht schlimm. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt mit den Gräten. Mhm. Schön mit Krusten ein bisschen, ja. Mhm. Lecker, lecker. War eine gute Idee mit dem Einschneiden. Mhm. Gut. Und schmeckt's der schon grätengeschädigten Sophia auch? Lecker. Was ist der Adrian? Ein bisschen was noch? Braucht man gar keine Brücke. Also wenn die Kinder essen, ohne das streikern, dann können wirklich keine Gräten drin sein. Ja, man sollte die sogenannten unedlen Fisch nicht unterschätzen. Zum Abendessen soll es aber was Besonderes geben. Adrian bereitet einen stattlichen Zander, den er selber gefangen hat, mit kreativen Ideen und allerlei Tricks zu. Wegen der Optik werden die spitzen Rückenflossen mit Zahnstochern in Form gebracht. Magst du mir schnell einen Deckel aufmachen vom Grill? Ja. Der Zander soll mit Gemüse umlegt langsam im Kugelgrill gar werden. Machen wir wieder zu. Ja, dürfen wir. Nach dem runden, grauen Roggenbrot ist jetzt auch das Weißbrot vom Thomas fertig geworden. Im Sommer, wenn Gurkenzeit ist, wird ein Kartoffelsalat bei der Marianne Düdinger natürlich immer als gemischter Gurkensalat gemacht. Da gibt's nichts anderes. Und eine Überraschung gibt's auch noch. Greicherte Waller. Die Familienmitglieder aus den Nachbarhäusern, die Eltern von Adrian Melzer und Thomas Oswald, kommen schon auf die Terrasse zur Oma. Sie haben schon Hunger und warten aufs Essen und sind gespannt, was die Jungen gemacht haben. Das, was fertig ist, das essen wir. Und es soll noch was geben, ganz auf die Schnelle.
Die machst du jetzt am Fisch zu? Genau, die mache ich jetzt nur. Das ist so eine sauer, scharfe asiatische Suppe. Tom Yum heißt das. Aha. Genau. Wenn du magst, darfst du gern die Schwammerl schneiden. Aha. Dann geht's schneller. Und was kommt rein? Ganz einfach. Ingwer, ein bisschen Zitronengras, Schwammerl. Die Paste? Genau, kommt jetzt noch Paste rein. Da ist auch Zitronengras drin, Knoblauch und ein Chili. Und dann kommt zum Schluss noch ein Wallerfilet rein. Und der braucht wahrscheinlich nicht lang, gell? Nein, der ist in ein paar Minuten ist der fertig. Muss nur durchziehen und dann. Und dann, ja, dann kann man es essen, wenn es einem nicht scharf ist. Und dann ist auch gewiss im Grill der Zander fertig. Ja, das schaut auch schon nicht schlecht aus. Das Suppenrezept hat der Adrian übrigens auf einer Thailandreise in einem Kochkurs da erklärt und mit heimgebracht. Die Tom Yum Suppe ist was typisch Thailändisches. Mit dem Waller hat er sie niederbayerisch abgewandelt. Zucchini sind drin, weil sie gerade wachsen. Ich glaube, ich habe jetzt auch Zitronengras erwischt. Aber mit der Zucchini ist das ganz gut. Sehr gut. Das ist milder, das ist ganz. Der Waller schaut echt gut aus. Also, das geht gar nicht, dass du so viel bist, wenn du das nicht weißt. Sauber, Adi. Upsala, wirklich gut, ja. Ganz gut. Du meinst, das ist ein Schlappumfleisch. Das ist ein Waller. Der war richtig gut. Ein richtiges Schlemmeressen haben sie hergerichtet, die jungen Rotfische aus Pfarrkirchen. Der Zander ist ja auch gelungen. Die Fisch aus dem eigenen Fischwasser und dazu aus dem Garten. Gut. Mhm. Jetzt ist schon schön, jetzt ist es wieder. Es ist sonnig, jetzt ist es angenehm. Jeden Tag gibt es auch bei Fischern so ein besonderes Essen nicht. Aber man fängt ja immer was. Und es muss dann einfach gemacht werden. Jetzt hat man wieder mal fischen gehen, oder? Und bitte. Ja.